So, liebe Freunde, in diesem Video möchte ich über das Thema Körpergrößenunterschiede eingehen. Also Größenunterschiede eingehen. Und damit beziehe ich die Körpergröße von allen Menschen ein. Auf diesem Planeten, auf dieser Welt. Ja? Mitteltyp, kleiner Typ, großer Typ, ja, Zwerg, kleinwüchsig, wie auch immer, Riese, bla bla bla. Nämlich habe ich eine Tabelle erstellt, was meine Meinung ist. Und meine Meinung ist diese hier. Meine Meinung. Unter 1,55 kleinwüchsig. Ab 1,55 Zwerg. Ab 1,65 kleiner Mann. Ab 1,75 Mitteltyp, ab 1,95 plus, also über 1,95 Riese. So, warum ich das Ganze genau so aufgelistet habe, warum das so meine Meinung ist, ist ganz einfach, weil der größte Mann der Welt war 2,79 Meter. Sowas nennt man Riesenwuchs. Das ist auch eine Krankheit wie Kleinwüchsigkeit. Ne? Aber der ist inoffiziell als der größte Mann der Welt bekannt. Also offiziell bekannt als der größte Mensch der Welt war ja Robert Wadlow mit 2,72 Meter. Der ist auch gestorben im Alter von 22, weil viel größer kann ein Mensch dieser Größe gar nicht werden. Jo, immer. Das war aber schon länger her, 1930 oder so. Lange, lange her. Auf jeden Fall, als er gestorben ist, lange her. Auf jeden Fall, der kleinste Mensch der Welt ist nur so um die 60 cm groß. Um die 60 cm groß. Also, somit bin ich in meiner Größe eigentlich einer der Größeren. Wenn man jetzt alle Menschen, sagen wir es mal so, von kleinwüchsig bis riesenwüchsig aufzählt, mit meiner Größe von 1,76. Ne? Aber wie gesagt, andersrum, jetzt ganz im Ernst, unter uns Sportlern, ne? Ganz sachlich und intensiv gesagt, der größte Athlet der Welt, der durchtrainiert ist, der muskulös ist, der Bodybuilding-Kraftsport macht und der einen durchtrainierten Körper hat, ist ja eigentlich der Great Khali, der Wrestler, und dieser eine Basketballspieler, Shaquille O'Neal. Die sind 2,22 Meter oder 2,21 Meter. Ne? Klar gibt es noch so Basketballer, die sind 2,30 Meter, 2,40 Meter. Die sind aber nicht durchtrainiert. Ja, die sind einfach nur ein bisschen Ausdauer, so dünn. Ne? In der Größe kann man auch kaum Muskeln aufbauen. Man kann ja kaum trainieren damit. Das sind die Wege zu lang, und wenn man so groß ist, so ab 2,30 Meter aufwärts, ist ja so festgestellt, dass die Knochen so unstabil sind und dass man gar nicht trainieren kann, dass man gar nicht trainieren darf, ohne dass man sich verletzen kann. Ne? Die größten Athleten sind 2,20 Meter, 2,25 Meter, so, ne? Die noch durchtrainiert muskulös sind. Ne? So, der kleinste, durchtrainierteste Athlet der Welt ist ein Kleinwüchsiger namens Midget Mac. Den kennen doch bestimmt viele alle, oder so von I Love New York oder von I Love Money. Der ist 1,27 Meter, fast 1,30 Meter. Ne? Und somit der kleinste, durchtrainierteste Mann der Welt. Weil es gibt keiner, der kleiner ist oder der genauso groß ist, der so durchtrainiert und muskulös ist. Da kann ich euch eigentlich auch so ein Bild von dem vielleicht zeigen, für die, die ihn nicht kennen. Ne? Verdammte Scheiße. Ja, hier ist er doch. Müsst ihr einfach mal eingeben und dann könnt ihr vielleicht mal irgendwelche Bilder von dem irgendwie so angucken im Internet. Oh, verdammte Scheiße, warum geht das jetzt nicht, ey?
Jetzt hängt diese Scheiße auch noch, ey. Verdammte Kacke, Alter. Gib mir jetzt so auf den Sack, ey. Mein Gott. Wo ist der denn jetzt? Ja, das ist der doch, ne? Der kleinste durchtrainiert ist der Mann der Welt. So, und das Witzige an der Sache ist, ne? Komisch. Die größten durchtrainiertesten Athleten sind 2,20 Meter. Der kleinste durchtrainierteste Athlet ist so 1,27 Meter, fast 1,30 Meter. Also sag mal so 1,20 Meter. Ne? So. Und somit ist man genau in der Mitte. 1,20 Meter, 2,20 Meter. Egal. Auf jeden Fall. Was ist denn genau in der Mitte von allen Menschen, wenn man sie aufzählt, 1,50 Meter und 2 Meter? Was ist in der Mitte zwischen 1,50 Meter und 2 Meter? 1,75, ja. Und deswegen ist, finde ich, ab 1,75 für mich Mitteltyp. Ich bin 1,76, somit bin ich für mich Mitteltyp. Okay? Genau, sagen wir es mal so. Die kleinsten, der kleinste Athlet ist 1,20 Meter, die größten sind 2,20 Meter. Und ich bin dann genau in der Mitte zwischen 1,50 Meter und 2 Meter. Somit bin ich ein verfickter Mitteltyp. 1,76. So, und genau so will ich eure Meinung wissen. Also schreibt mir eine Tabelle und schreibt mir bitte unter diesem Video eine kleine Tabelle, was eure Meinung ist. Ab wann ist für euch kleiner Mann, ab wann ist Mitteltyp, großer Typ, Riese und so weiter. Ne? Wie gesagt, unter 1,55 ist für mich kleinwüchsig. Ab 1,55 ist für mich Zwerg. Ab 1,65 kleiner Mann. Ab 1,75 Mitteltyp. Ab 1,85 großer Typ. Ab 1,95 aufwärts Riese. So. Aber ich bin genau in der Mitte zwischen 1,50 und 2 Meter. Mit 1,76, ja, 1,75 bin ich sogar 1 Zentimeter drüber. Also ich bin Mitteltyp. So. Das Witzige an der Sache ist, heutzutage bei den Schauspielern, bei den Sportlern, bei den, was weiß ich, Models oder so, ne? Da ist 1,75, 1,80 klein. Ja, also die 1,75 oder die 1,80, ja, die werden gar nicht mehr anerkannt heutzutage. Ja, also 1,75 bis 1,80 zu erreichen, ist nach wie vor eine sehr gute Leistung. Ja, also das muss man erstmal schaffen. Problem ist, heutzutage bei den Schauspielern, im Fernsehen und so weiter, ne, da ist man ja eigentlich erst so ab 1,85, 1,90 oder über 1,90, so 1,90, 2 Meter, ab da ist man erst Mitteltyp. Ist so, also alles was unter 1,85 ist, wird als klein angesehen. Das ist das, was mich aufregt. Ne? Also, wenn du nicht deutlich über 1,80 bist, wenn du nicht 1,90 bist, wenn du unter 1,85 bist, wirst du irgendwie direkt von der Größe so angegriffen. So, ja, ich habe mir nicht größer vorgestellt oder ja, könnte es größer sein, bla bla bla. Also in der Schauspielerszene, da ist man erst ab 1,90 aufwärts, gehört man da zu den Mittelgroßen. Da gehört man da nicht mehr zu den Großen. Also sogar mit 1,90 ist man nicht mehr der Größte oder nicht mal groß, sondern eher so, ab dann fängt das an, dass du normal bist. 1,75, 1,80 ist heutzutage eher klein, wenn man die ganzen Schauspieler und so ansieht. Ne? Aber wie gesagt, ich spreche die Allgemeinheit aller Menschen auf der ganzen Welt an. Ja, weil, ich sag's mal so, es ist doch eigentlich bekannt, dass, oder es ist eigentlich normal, wenn einer 10 cm größer ist, 15 cm größer als, 20 cm größer, sprich einen halben Kopf, einen Kopf größer ist. Ne? Weil 20 cm ist ja nur für einen Kopf. Ne? So, 10 cm wäre ein halben Kopf. So, dann kann man den anderen schon kleiner nennen, beziehungsweise Zwerg nennen. Ne? Zum Beispiel einer ist 1,75,
Der andere ist 1,85, 1,90. Der 1,90-Typ darf den kleiner nennen. Oder Zwerg nennen, wie auch immer. Ich meine, ein 2-Meter-Typ nennt einen 1,80-Typ sowieso Zwerg. Ne? Wenn man 10 cm aufwärts größer ist als jemand anders, dann kann man den anderen, den kleineren, halt kleiner nennen oder Zwerg nennen. Je nachdem. Problem ist aber, ganz im Ernst, ein 1,50 großer Typ oder ein 1,60 großer Typ ist klein. Da kann man sagen, was man will. Ist klein. Das ist klein. Da kann man nichts mehr gegen sagen. Das war klein. Aber ein 1,60 großer Typ würde zu einem 1,80 oder 1,75 großen Typ nie sagen, dass er klein ist, also dass er ein kleiner ist. Also ein 1,60-Typ würde nie sagen, dass ein 1,75 großer Typ klein ist. Ne, weil die 1,60 großen Leute, sei es Frauen, sei es Männer, die sagen zu mir schon, ich bin groß. Sagen schon großer zu mir. Ne? Obwohl, ne, dagegen die anderen 1,90 großen Typen oder 2 Meter großen Typen nennen mich kleiner. Ne? Und beziehungsweise Zwerg nennen die mich. Ne? Und wie gesagt, ein 1,60 Typ ist klein. Da kann man sagen, was man will. Ne? Und das sagt er auch für sich selber. Verstehst du, was ich meine? Da kann der nicht sagen, ja, ich bin Mitteltyp, 1,60 ist und bleibt klein. Aber die finden 1,75 auch jetzt groß. Wie gesagt, die 2 Meter Typen, die finden mich klein. Ja, obwohl die 2 Meter Typen groß sind, da kann man auch sagen, was man will. Das ist auch nicht mehr Mitteltyp. So, jetzt bin ich da und bin genau in der Mitte. Ja, 1,50, 2 Meter, 1,60, 1,90, 1,70, 1,80, ja, 1,75, ja, 1,76. Ich bin genau in der Mitte, somit bin ich für mich ein Mitteltyp. Und wie gesagt, wenn man alle Menschen der Welt aufzählen würde, dann wäre ich genau in der Mitte. Ne? Also die 1,60-Typen nennen mich groß oder Mitteltyp. So, die 1,90-Typen nennen mich klein oder Mittel. Ja, oder auch Mitteltyp, aber die nennen mich eher auch klein. Ne? So kann man das sagen. Man darf aber nicht vergessen, viele Prominente oder irgendwelche bekannte Leute sind auch so groß wie ich und werden auch kleiner genannt. Und immer von den Leuten, die größer sind als die. Zum Beispiel Sylvester Stallone ist 1,75, also 5'9". Und guckt euch mal Rambo an, der Film Rambo 1. Als der festgenommen wird und dann im Polizeirevier, muss der da seine verfickten Fingerabdrücke da abgeben, aber er wollte nicht. Ne? Er wollte die Fingerabdrücke nicht abgeben. Dann sagt der größere Polizist, der Polizist ist 1,90 groß, ne? Und der Polizist sagt dann, ja, kleiner zu Rambo, zu Sylvester Stallone. Sagt er dann so, ja, kleiner, du musst irgendwie auf größer, auf ältere hören oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr die Szene, aber auf jeden Fall sagt er kleiner. So. Der ist schon mal weg. So, anderes Thema. Zum Beispiel Chris Benoit. Dieser verstorbene Wrestler, der sich ja selber umgebracht hat. Der ist auch nur 1,75 gewesen. 5'9". Und der wird von anderen Fans Zwerg genannt. Oder der wurde vom Undertaker auch mal Little Man genannt. Kleiner Mann genannt. Nur weil der Undertaker 2,08 Meter ist und Chris Benoit 1,75. Aber ein guter Mann gewesen. Oder Vegeta, der Prinz der Saiyajins, die Zeichentrickfigur, der ist auch nur 1,75. Ne? Da haben die mal so eine Tabelle gemacht, wie groß die eigentlich wären im echten Leben und wie groß die eigentlich sind. Ist bekannt, Vegeta ist 1,75 groß. So, in der Cell-Saga gegen Cell, ne? Als der gegen Cell gekämpft hat, als er zum ersten Mal Cell gegenübergestanden hat, ja, da hat ohne Scheiß Cell Vegeta kleiner genannt. Ja, kleiner. Wir werden ja gleich sehen, wie jeder stärker ist. Oder dann bei den Cell-Spielen da, dieses Cell-Kampfturnier, als Vegeta ihn angegriffen hat. Cell, du kleiner Zwerg! Du kleiner Schwächling! Du kleiner Zwerg! Das hat er gesagt. Und Cell ist 2 Meter groß. Da kann man mal sehen. Ne?
Da kann man mal sehen. Viele große Männer waren klein. Zum Beispiel der Erfinder des Kraftsports, des Bodybuildings. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ne? Auf jeden Fall, der ist auch nur 1,75 groß gewesen. War durchtrainiert, hat 90 Kilo gewogen. Ne? Der, also 1910, 1920, als Bodybuilding erfunden wurde. Der erste Durchtrainierte ist der Mann, der den Sport populär gemacht hat. Der war 1,75 groß. Ne? Wie gesagt, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ne? Ich bin mit meiner Größe 1,76 zufrieden. Ich bin Mitteltyp. Wie gesagt, die 1,60 Typen werden mich groß nennen. Die 1,90 Typen werden mich klein nennen. Aber 1,90 ist groß, 1,60 ist klein. Und dann sagen wir mal, ich bin Mitteltyp. Ne? So, sagt man zum Beispiel beim Armdrücken. Beim Armdrücken hat zum Beispiel der längere Arm Vorteile oder der größere Mann mit der Schulter und mehr Körpereinsatz bessere Vorteile. Ne? Gut, ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin für die Kleineren oder ich bin für die Größeren. Weil man sagt, manche sagen, die kleineren Menschen haben besseren Hebel, manche sagen, die Größeren haben besseren Hebel. Beim Armdrücken, manche sagen, die wissen nicht, die glauben nicht oder wissen nicht genau, ob es dann Vor- oder Nachteil gibt. Manche sagen, es hat nur was mit Kraft zu tun. Nur mal, wer stärker ist, gewinnt im Armdrücken. Ne? Aber wenn es einen Vor- oder Nachteil gibt, weil keine Ahnung, der Kleine ist so, der Große ist dann so. Ne? Der Kleine ist so, der Große so, kann man jetzt nicht ganz genau wissen. Ne? Ich habe auch schon größere Typen Armdrücken besiegt, so knapp 1,90. Ich habe da irgendwie keinen Vor-Nachteil gespürt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin für die Kleinen, weil ich selber nicht gerade der Größte bin. Ja, würde aber keinen Sinn machen, weil wenn man alle Menschen der Welt auftrommeln würde, dann wäre ich genau in der Mitte. Dann bin ich genau ein Mitteltyp. Wie gesagt, der kleinste Athlet der Welt 1,20 Meter, der größte 2,20 Meter. Der kleinste Mensch der Welt 1,60 Meter, ne? Der größte Mensch der Welt, 2,79 Meter oder 2,80 Meter fach. Ne? Und zwischen 1,50 und 2 Meter, das ist 1,75 genau in der Mitte. Von daher, weil ich ein Mitteltyp bin, kann ich ja nicht sagen, ja, ich bin für die Großen zum Beispiel. Wenn die Kleinen vom Hebel im Vorteil sind, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich ja auch verloren. Wenn ihr darum die Kleinen im Hebelvorteil sind und er sagt, ich bin für die Großen, ja, dann habe ich verloren. Genau. Aber wenn die Großen im Hebelvorteil sind und ich sage, ich bin für die Kleinen, weil ich ja selber nicht gerade der Größte bin, jetzt andersrum gesagt, wäre ich, kann man sagen, auch nicht besser. Weil es ja genau so viele größere Menschen wie ich gibt als kleinere Menschen. Ich bin genau in der Mitte von allen Menschen. Also man kann nicht sagen, ich bin klein. Ich bin genau ein Mitteltyp, obwohl es grenzwertig ist. Ne? So kann man das ungefähr ausdrücken. Ja, so kann man das sagen. Ne? Also würde keinen Sinn ergeben, wenn ich sage, ja, ich bin für die Großen. Mein Arm drücken gegen den Hebel. Ja, weil es genauso viele kleinere gibt als ich. Wenn ich sage, ich bin für die Kleineren vom Hebel, dann gibt es genau viele größere als ich. Also ich bin dafür, man muss stark sein, man muss Kraft haben und die Kraft allein. Entscheidend andrücken, okay? Aber da kann ich nichts machen. Ich bin Mitteltyp, ich habe meine Meinung gesagt. Und ich will, dass ihr unter meinem Video ja auch eine Tabelle, wie ich, führt. Ja, und eure Meinung dazu abgibt. Ab wann man klein, ab wann man Mitteltyp ist, ab wann man groß ist, ab wann man Riese ist und so weiter, okay? Zum Beispiel, was ich noch nicht gesagt habe, ich hab nicht gerade die längsten Finger, ne? Die längsten Hände. Ich habe 18 cm Hände. Ist auch gerade noch Durchschnitt. Ne? So, es gibt Männer, die sind 1,70, die haben 23 cm Hände. Es gibt manche Männer, die sind 1,85, 1,88, die haben 23 cm Hände. So, es gibt aber welche, mein größter Kumpel, den ich habe, ist 2,01 Meter, der 23 cm Hände. Ein 2 Meter Typ hat genauso große Hände wie ein 1,70 Typ.
Also die Hände, die Größe der Hände hat auch nicht viel was mit der Körpergröße zu tun. Ne? Dagegen ein anderer, den ich kenne, ist 1,98 und hat 21,5 Hände. Ne? Also da kann man mal sehen, das hat auch nicht mal viel was mit der Körpergröße zu tun, im Zusammenhang, wie groß die Hände sind. Ja, und da kann man mal sehen, wie das alles so genetisch bestimmt ist. Ne? Auf jeden Fall, ja, das ist halt so. Ein kleiner Mann kann schon große Hände haben wie ein großer Mann. 1,70 Typ wie ein 2 Meter Typ. Ne? Obwohl da schon ein halben Kopf bis ein Kopf Unterschied ist, wenn man sich das ganz genau anguckt. Ne? Auf jeden Fall habe ich in diesem Video meine Meinung gesagt und meine Meinung ist eigentlich nicht meine Meinung, sondern die Wahrheit. Wenn man alle Menschen der Welt zusammentrommelt und alle Körpergrößen durchzählt, durchguckt, wenn man mich dann irgendwo unterordnen würde, dann würde ich genau in der Mitte sein mit 1,76. Ne? Und wie gesagt, ab 1,75 ist Mitteltyp. Somit bin ich gerade noch geradewegs ein Mitteltyp. Ja, und somit bin ich gerade noch mit meiner Größe zufrieden. Ja? Wäre ich ein bisschen kleiner, wäre ich schon unzufrieden. Hehehe. Ohne Scheiß, ist so. Wenn man mich fragt, was wäre meine Wunschgröße? Ne? Also 2 Meter will ich gar nicht sein. 1,90, ich weiß ja nicht. Also ich will ja auch Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer. Je größer man ist, desto schwerer ist man teilweise auch mit gleichem Körperfett. Das hat ja auch eine Auswirkung auf die Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer. Wie gesagt, ich will ja auch Rückwärtssalto können und so weiter. Und ich sag's mal so, man ist ja morgens immer 2-3 cm größer als abends, weil sich beim Schlafen die Wirbelsäule ausdehnt. Deswegen sage ich mal, 1,83 wäre für mich meine Wunschgröße eigentlich. 1,83 und somit bin ich morgens 1,85, 86. Dann bin ich eigentlich relativ, habe ich eine gute Größe, ne, und bin dann auch nicht zu groß. Ne. Also wie gesagt, meine Wunschgröße wäre 1,83. Mit 1,76 bin ich zufrieden, aber gerade noch zufrieden. Wäre ich ein paar Zentimeter zu klein, ne, dann wäre ich echt unzufrieden, dann würde ich traurig sein. Aber mit 1,76, sogar wäre ich 1,75, wäre ich schon zufrieden. Ne? Genau, genau. Nochmal zurück zu den Händen. Wie gesagt, es gibt manche Männer, die sind 1,70, die haben nur 16 cm Hände. Ne? Ich kenne auch ein paar Kumpels, die haben 17 cm und so. Ne? Da kannst du mal sehen, 1,70 großer Typ hat 23 cm Hände. Wie gesagt, habe ich gemessen mit meinen Kumpels. Boah, der eine hat 23, der andere hat 16. So, sieht so richtig komisch aus, aber kann man nichts machen. Mit meinen 18 cm Händen bin ich gerade noch so im Durchschnitt. Also ist als Durchschnitt aufgelistet in irgendeiner Seite. Ab wann haben Männer durchschnittlich große Hände? Ab 18 cm aufwärts. So 18, 19, 20 aufwärts. Ab 18 geradewegs Mitteltyp, was Hände angeht. Von daher bin ich mit meiner Größe ein Mitteltyp und von den Händen ein Mitteltyp. Ja, ich bin ein Mitteltyp. Und jetzt werde ich versuchen, das Maximale aus meiner Kraft rauszuholen, um mich mit allen anderen zu messen. Sei es mit über 2 Meter Typen oder sei es mit unter 1,50 Typen. Ich werde mich mit allen messen. Wenn ich der Stärkere bin, werde ich euch auch alle besiegen. Ja? Ich drücke euch alle nieder. Ich mache euch alle kaputt. Okay? Jetzt habe ich meine Meinung losgeworden. Und ich hoffe, ihr werdet auch unter diesem Video in den Kommentaren schreiben, was eure Meinung ist. Was Mitteltyp, großer Typ ist. Okay? Würde mich echt brennend interessieren. Alles klar, Leute. Ciao.